Eine Ausstellung, in der angefangen bei der Haushaltsleiter über Heckenscheren bis zum Fahrradhelm Produkte zu sehen sind, die für junge und alte Menschen gleichermaßen geeignet sind. Fachvorträge zum Thema barrierefreies Wohnen, Modernisieren und demografiefeste Wohn- und Lebensformen. Und ein Expertenforum rund um Fragen zu innovativen Produkten und Dienstleistungen im Handwerk und darüber hinaus. All diese Themen vereinte die erste Netzwerkkonferenz Zukunftsgerechte Wohn- und Lebensgestaltung im Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz. Besucher und Fachexperten traten in den Dialog, um Fragestellungen zu selbstbestimmtem Wohnen, gleichberechtigter Teilhabe und Selbstbestimmung für alle Menschen zu diskutieren. Mit dabei auch Paul. Also Paul ist persönlicher Assistent für unterstütztes Leben. Das heißt, ich kann den in eine Seniorenwohnung einbauen, betreutes Wohnen oder Pflegewohnen und kann damit viele Dinge machen, die einfach die Senioren nicht mehr können und das Technik unterstützt. Das heißt, wir haben als Basis ein Touch-Display, das heißt ein Monitor, den man einfach mit Finger bedienen kann, keine Maus, keine Tastatur. Die Sache ist auch mit Senioren zusammen entwickelt, das heißt, sie können es bedienen. Auch Leute mit 83 sind sehr schnell innerhalb von ein paar Stunden in der Lage, mit dem Paul zu arbeiten. Parallel ist aber der Paul mehr, das heißt, er ist auch ein Sicherheitssystem. Das heißt, er erkennt, ob Hilfsbedürftigkeit in der Wohnung ist. Ob zum Beispiel jemand, der morgens um 9 Uhr aufsteht, und dann verschiedene Dinge macht, zum Beispiel Licht anmachen, Rollladen hoch und runter, ins Bad gehen, ob da irgendwo sowas morgens nicht da ist, dann könnte es ein Notfall sein. Paul, nur ein Produkt von vielen, das dabei helfen kann, den Alltag kompetent zu bewältigen. Was unter dem Begriff demografiefeste Produkte und Dienstleistungen zu verstehen ist, auch das ein Thema in der Expertenrunde. Darunter können sich Dinge vorstellen, die sich nicht allein auf ein mögliches Defizit, auf ein Nicht-Können reduzieren oder dass sie vielleicht älter werden, sondern die einfach dafür da sind, dass sie komfortabler, sicherer leben und das in vielfältigsten Situationen. Und dazu gehört natürlich auch rundherum die Kommunikation. Wir bieten ja auch Handwerkerschulungen an, Seminare, Workshops, wo es eigentlich nur darum geht, was machen wir mit den guten Produkten, mit den Lösungen, die es gibt im Design für alle, im Universal Design. Wie kriegt man die vernünftig kommuniziert? Weil der Handwerker selber natürlich in dieser Situation steht, er hat ein Produkt und hat wenige Worte, mit denen er eigentlich dieses Produkt an den Mann bringen muss. Was wir immer wieder erleben in den Vorträgen, in den Schulungen, ist, dass man genau von diesen Produkten ganz viel abgucken kann und sagen kann, was bedeutet das für meine Dienstleistung? Wir haben das sehr erfolgreich im Bereich des Tourismus ja erlebt, wie wir aus dem klassischen barrierefreien Tourismus in eine Richtung lenken konnten, dass Hotelzimmer auf einmal einen Komfortgedanken mittragen, der durchaus 100%ige Barrierefreiheit für die, die es brauchen, anbietet. Gleichzeitig als Komfortzimmer an eine Familie, die ihr Kind noch im Beistellbett vielleicht mit im Zimmer haben möchte, weiter kommuniziert werden kann, ohne dass man so defizitorientierte Speziallösungen schafft. Um generationenfreundliches Handwerk, aber auch ganz konkret um Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten bei Bau- oder Umbauprojekten und sogenannten wohnumfeldverbessernden Maßnahmen ging es in den verschiedenen Fachforen, in denen die Experten informierten und sich den Fragen der Besucher stellten. Gerade bei innovativen Produkten für Jung und Alt ist das Handwerk gut aufgestellt. Der demografische Wandel, aber auch gestiegene Bedürfnisse der Kunden haben hier in den letzten Jahren für große Neuerungen gesorgt. Zum Beispiel im privaten Sanitärbereich. Also unsere älter werdende Gesellschaft hat auch zu Veränderungen im Badezimmer geführt. Wenn ich gerade denke, beispielsweise eine Dusche, die mit Rollstuhl befahrbar ist, da ist kein Bodenablauf mehr im Boden, sondern die Ablaufrinne sitzt in der Wand drin. Oder was wir uns vorhin angeschaut haben, das WC, was ohne Papier funktioniert. Eine tolle hygienische Angelegenheit. Das wird gewaschen und mit warmer Luft wird man getrocknet. Das ist eine angenehme Geschichte, das schätzen auch junge Leute. Produkte für junge und ältere Menschen sind auch in der Wanderausstellung Design für alle zu sehen. Konzipiert und zur Verfügung gestellt von der Handwerkskammer Koblenz. Die Ausstellung Design für alle, eine Ausstellung, die das Handwerk und Unternehmen sensibilisiert, Produkte und Ideen zu entwickeln für eine offene Zielgruppe, nicht nur für alte und gehandicapte Menschen, sondern für alle. Wir haben einen Querschnitt aus vielleicht 5 Bereichen, das Thema Wohnen, das Thema Garten ist dabei, das Thema Technik, technologische Anwendung, denken wir an Kommunikationsmittel, an Handys, an Mobiltelefone. Wir haben aber auch das Thema Sanitär natürlich, Küche, Bad ist mit integriert mit spannenden Produkten.
Die Ausstellung ist als Wanderausstellung konzipiert, kann überall in allen Institutionen bundesweit gezeigt werden. Es gibt schon erste Anfragen für die nächsten Monate. Da ist Schwerin dabei, da ist Trier dabei. Die Ausstellung kann bei der Handwerkskammer Koblenz ausgeliehen werden. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter hwk-kompetenzzentrum.de.